Ja, dann kommen wir jetzt auch zu unseren Stars in diesem heutigen Video, zu unseren Reifen. Wir wollten eine kurze Sache noch vorher anmerken. Wir haben viele Kommentare gelesen, wo es dann darum ging, dass der Ton natürlich in diesen Räumlichkeiten nicht unbedingt die besten waren in den Videos. Da haben wir natürlich drauf reagiert. Mo und ich haben aufgerüstet. Wir haben jetzt alle tolle Mikrofone hier. Mo sein Mikrofon dort. Vielleicht könnt ihr auch mal kommentieren, ob die Videos von der Tonqualität auch besser geworden sind. Wir hören natürlich auch Probe, aber auf eure Meinung sehen wir natürlich. Ja, Mo, erzähl uns doch mal zu unserem ersten Reifen, zu unserem PS4 ist das, glaube ich. Richtig. Die Abkürzung steht für Pilot Sport 4. Genau. Ja, das ist ein PS4-Reifen. Wird hergestellt in den Größen 16 bis 21 Zoll. Ist vorgesehen für sportliche Pkw- und SUV-Modelle. Der Querschnitt ist Minimum 35 bei diesem Reifen. Also sagen wir mal, wir nehmen diesen Reifen in 20 Zoll, dann ist der niedrigste Querschnitt, den es gibt, 35. Das heißt, das ist ein komfortabler, sportlicher Reifen, der sehr schnell auf Betriebstemperatur kommt. Ihr könnt auch ohne Probleme bei strömenden Regen mit diesem Reifen vorankommen. Der Reifen ist dafür bekannt, dass er sehr leise ist. Ja? Also man kann allgemein sagen, es ist ein guter, sportlicher Alltagsreifen mit viel Komfort und auch sicher im Regen zu fahren. Würdest du diesen Reifen denn, oder anders, für wen würdest du diesen Reifen empfehlen? Ja, diesen Reifen würde ich zum Beispiel empfehlen. Also ich fahre zum Beispiel diesen Reifen selber auf meinem Caddy. Ja. Ja, das ist ein Fahrzeug mit 200 PS. Jeder sportliche Golffahrer fährt diesen Reifen oder kann diesen Reifen fahren. Ist eine neue Technologie. Ich empfehle, wenn wir das jetzt mal den Fokus auf BMW-Fahrer legen, dann würde ich sagen, dieser Reifen ist gut für ein 120i, 125i, 320i, 330i, also so diese Range, ja. Ist, glaube ich, mit diesem Reifen sehr gut unterwegs. Du sagtest am Anfang die Größen. Können wir da vielleicht ein bisschen besser drauf eingehen? Du sagtest 17 Zoll bis... 16. Entschuldigung, 16 Zoll bis... 21 Zoll. Bis 21 genau. Zoll. Okay. Gibt es in diversen Größen von 16 bis 21 Zoll. Natürlich in verschiedensten Reifenbreiten, Querschnitt. Okay. Ne? Das ist dann je nach Hersteller angegeben. Ne? Genau. Für wen ist so ein Reifen denn gemacht, Mo? Also dieser Reifen ist gemacht, viele BMW 5er Leute fahren damit, ja. Normaler 5er, nicht M5 oder jetzt nicht 550i oder sowas, sondern sagen wir mal so ein normaler durchschnittlicher 520d, 520i, 530i, sowas, die halt etwas sportlicher unterwegs sind, aber halt nicht maximum sportlich, ne? Wo einfach Komfort überwiegend wichtiger ist als Sportlichkeit. Okay, verstehe. Also runden wir das Ganze einmal ab und sagen, der PS4 ist ein alltagstauglicher Reifen für eigentlich jedermann. Richtig, ne? Richtig. Also jedermann im Sinne von, ne, der auch wirklich Kilometer fährt und da jetzt nicht vielleicht drauf achten muss, regnet es gerade draußen oder exakt. Auf die Witterungsverhältnisse. Genau. Das gilt natürlich nicht für Schnee. Nee, für Schnee ist der nicht gemacht, ne? Ist ja kein Winterreifen, aber wie gesagt, ich fahre diesen Reifen selber bei mir auf dem Caddy, damit bin ich auch schnell unterwegs auf der Autobahn, aber natürlich ist ein Caddy kein sportliches Fahrzeug, genau. Auch wenn ich damit vielleicht etwas sportlicher unterwegs bin, ist das Fahrzeug selber eigentlich von der Bauart kein sportliches Fahrzeug, ne? Okay. Und deswegen ist das einfach... ja, ein guter, sportlicher Alltagsreifen, wo man sich keine Sorgen machen muss, ob es jetzt draußen stark regnet oder nicht, ob du schnell auf Betriebstemperatur kommst oder nicht. Ja, deswegen ist es ein einfacher Reifen für jedermann, wenn man will. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Kandidaten, ne, den PS4S, den es dann in welchen Größen gibt, Mo? Also den Reifen PS4S gibt es in Größen von 18 bis 23 Zoll. Ja. Pilotsport 4S, das S am Ende unterscheidet im Endeffekt diesen Reifen vom Vorgänger, den wir eben hatten. Ist nochmal eine etwas sportlichere Alternative zu dem normalen PS4. Im Endeffekt, wenn man so möchte, ist das von der Technologie her ein sehr neuer Reifen. Ist
der Nachfolger vom Pilot Supersport, kann sehr vieles besser als der Pilot Supersport, kommt schneller auf Betriebstemperatur, ist im Regen auch sicher zu fahren, im Gegensatz zu einem Pilot Supersport zum Beispiel. Dieser Reifen bringt dir auch bei niedrigem Querschnitt einen sehr hohen Komfort mit. Was sehr interessant ist, auch für dich zum Beispiel, du fährst ja ein hartes Fahrwerk in deinem M2. Richtig, oder ein sportliches Fahrwerk, ein Clubsportfahrwerk in dem Fall. Und du kannst dir einfach mit diesem Reifen den Komfort wieder reinholen, den du vielleicht verlierst, ja, gegenüber einem etwas weicheren Fahrwerk. Ne? Verstehe, ja. Deswegen, also das ist wirklich ein sehr sportlicher Reifen, der aber immer noch komfortabel zu fahren ist, ja. Und es ist ein UHP-Reifen, ein Ultra High Performance Reifen, ja. Der Reifen hat eine sehr gute Laufleistung. Also damit machst du bei normaler Fahrt, wenn du jetzt nicht an jeder zweiten Ampel schwarze Balken in den Asphalt brennst, schaffst du damit ohne Probleme deine 30.000 Kilometer. Ich spreche da aus Erfahrung. Ist eigentlich einer meiner Lieblingsreifen. Ich fahre den sehr gerne und das ist auch dieser Reifen, den ich den meisten Kunden hier empfehle. Ich wollte gerade sagen, das ist auch eine Empfehlung ganz klar an mich gewesen. Ich erinnere mich noch ganz gut, wo das Thema Reifen natürlich dann auch kam, wo du sagtest, das ist der Reifen, den du für dein Fahrwerk brauchst. Genau. Kann ich mich noch erinnern. Genau. Also die meisten BMW M2, M3, M4 Fahrer, die reinkommen und neue Reifen brauchen, sei es Vorderachse oder Hinterachse, den empfehle ich einfach von dem Supersport, welcher ein guter Reifen ist, aber jetzt einfach mittlerweile etwas in die Jahre gekommen ist, empfehle ich einfach auf den PS4S umzuspringen. Und ihr werdet dadurch definitiv nur Vorteile haben. Es gibt keine Nachteile. Ja? Also normalerweise bieten viele Reifenhersteller an, entweder nur Komfort, aber dann hast du halt ein paar Minuspunkte, was Sportlichkeit angeht. Oder umgekehrt. Aber dieser Reifen hat eine sehr große Range, kann sehr viel, ist sehr sportlich, sehr komfortabel, schnell auf Betriebstemperatur. Eigentlich einer meiner Lieblingsreifen. Ja, das unterstreicht natürlich auch die, die Tatsache, dass BMW den Reifen ja bei dem M5 und M8 Richtig. Als Launch-Reifen ja liefert. Das würde ich sagen, ist Beweis dafür, dass dieser Reifen dann doch ultra high performance tauglich ist oder nur dafür gemacht ist letztendlich. Ne? Ja. Exakt. Perfekt. Die Fahrzeuge wiegen auch im Schnitt 2 Tonnen. Ja. Ja, sind aber sportliche Fahrzeuge. Genau. Und trotzdem komfortabel ausgelegt. Ne? Also das ist es. Ja. Genau. Und der Reifen kommt trotzdem hohem Drehmoment der Fahrzeuge ohne Probleme mit. Also von daher ist es definitiv eine gute Alternative für die Leute, die gerne einen Cup-Reifen fahren würden, aber dennoch mehr Fokus auf Alltagstauglichkeit legen. Dann empfehle ich definitiv diesen Reifen. Ja, dann schließen wir das, den PS4S dann damit ab, dass es ein sehr sportlicher Reifen ist, aber dennoch Alltagstauglichkeit bietet. Definitiv. Unser nächster Kandidat ist der Pilot Supersport, den sehr viele kennen. Der Name wird vielen jetzt was sagen. In welchen Größen verfügbar? Diesen Reifen gibt es schon sehr lange, seit über 10 Jahren. Und den gibt es in den Größen von 17 bis 23 Zoll. Ist quasi der Vorgänger vom PS4S, den wir eben besprochen haben. Ist ein UHP-Reifen, Ultra-High-Performance-Reifen. Sehr sportlich, auch bei geringem Querschnitt. Dieser Reifen wurde gelauncht zum Beispiel, wenn man auf der BMW-Seite ist, M2, M3, M4, M140, M240, also die ganzen sportlichen Fahrzeuge von BMW. Diesen Reifen gibt es aber auch bei Ferrari. Ja, auch ich sag jetzt mal, sehr sportliche Fahrzeuge wurden und werden damit gelauncht. Aber dennoch ist die Technologie von diesem Reifen etwas in die Jahre gekommen. Es heißt nicht, dass es ein schlechter Reifen ist. Genau, ja. Aber den Reifen gibt es einfach schon sehr lange, ja. Und damals war das halt so, dass du die Qual der Wahl hattest. Entweder hast du einen guten Alltagsreifen oder du hast einen guten sportlichen Reifen. Du musstest dich also damals entscheiden, ob du musstest im Vorfeld dir Gedanken darüber machen, wo der Einsatzgebiet eines solchen Reifens dann ist. Und deswegen gab es dann den Pilot Supersport. Genau, no? Deswegen gab es den Pilot Supersport. Diesen Spagat kann, wie gesagt, der PS4S am besten. Aber wir sind jetzt hier beim Pilot Supersport. Und damals war halt der Fokus mehr
Richtung Sportlichkeit. Ja? Der kommt im Nassen einem Cup-2-Reifen, einem Semi-Slick-Reifen sehr nah. Ja, also viel schlechter fährst du mit einem Semi-Slick-Reifen im Regen nicht als mit dem. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung sogar tatsächlich sagen. Da du den ja auch selber fährst. Genau, auf der Strecke. Ich hatte damals als Erstauslieferer natürlich, so wie du sagtest, M2. Der wurde, oder mein M2 wurde mit diesem Reifen ausgeliefert. Ich wollte tatsächlich mal gucken, eigene Erfahrungen damit sammeln und habe den dann auf dem Track auch mit diesem Reifen bewegt. Man muss sagen, es gibt sehr viele positive, auch sehr viele negative Punkte. Positiv auf jeden Fall Lenkverhalten, super Ansprechverhalten, super Feedback auch vom Lenkrad. Schlecht war leider, dass der bei etwas Feuchte oder wenn er nicht auf Betriebstemperatur kam, was sehr lange dauert bei diesem Reifen, finde ich. Hat man leider das Gefühl, oder ja nicht das Gefühl, man hat wenig Grip auf der Hinterachse. Und da der M2 da natürlich auch etwas schmalere Reifenabwerk leider geliefert wird, ist das Thema dann doch sehr präsent bei so einem Reifen. Definitiv. Also die Leute, die den Supersport fahren, weil das Fahrzeug einfach mit diesem Reifen ausgeliefert wurde, die wissen ganz genau, die Hinterachse tanzt einfach mal gerne. Es dauert unheimlich lange, dass der Reifen, bis der Reifen auf Betriebstemperatur kommt. Wenn das Wetter feucht ist, kommt er so gut wie gar nicht auf Betriebstemperatur. Das ist leider diese alte Technologie, dass es sehr, sehr lange dauert. Und trotzdem muss ich sagen, wenn du jemand bist, der häufig mal auf dem Trackday unterwegs ist, dann fährst du mit diesem Reifen gut. Du kannst zum Trackday fahren mit diesem Reifen. Du kannst den Trackday absolvieren und du fährst auch mit dem gleichen Reifen nach Hause und musst nicht sofort den Reifen wechseln. Wenn er nicht komplett zerstört ist, kannst du damit noch einige tausend Kilometer fahren. Also das kann der Reifen, weil der Fokus damals war einfach darauf gelegt, dass es, ein, ne, wie der Name schon sagt, ein Supersportreifen ist. Richtig, ja. Es gibt ja auch von Michelin Pilot Sport, aber das ist ein Pilot Supersport. Und wie gesagt, der kommt dem Cup-Reifen, einem Semi-Slick-Reifen, schon sehr nah, ja. Aber hat noch eine gewisse Alltagstauglichkeit. Du hast natürlich, wie du schon selber erwähnt hast, sehr gutes Feedback von diesem Reifen. Absolut, ja. Also er lenkt etwas präziser ein wie ein PS4S. Ja, das merkst du, das spürst du. Der ist direkt da, der Reifen. Der sagt dir genau, was du machst. Du merkst jeden Gullideckel, jede Schraube. Du merkst alles, was auf dem Boden ist. Das stimmt, ja. Steinchen. Das ist einfach ein etwas besseres Feedback gegenüber dem PS4S. Ne? Der PS4S hat die Aufgabe, dass er durch seinen Komfort einfach dieses Feedback etwas reduziert, damit du in deinem Fahrzeug einfach komfortabler unterwegs bist. Ja? Dafür ist der Reifen. Einsatzgebiet haben wir genannt. Ja, der wurde ausgeliefert mit dem M2, M3, M4 oder M140, M240. Und ich empfehle aber, da es diesen Reifen schon länger gibt, ohne diesen Reifen schlecht zu reden, aber die neuere Technologie von diesem Reifen kriegt ihr im PS4S. Den Vorteil, den euch der PS4S bringt gegenüber dem PSS, ist einfach enorm. Und der PSS hat einfach nur ein, zwei geringe Vorteile gegenüber dem PS4S. Ja, also das heißt, dieser Reifen ist einfach für Leute gemacht, die ein bisschen mehr auf dem Trackday unterwegs sind oder im Jahr vielleicht 2, 3, 4, 5 Trackdays mehr machen als der normale sportliche M2, M3, M4 Fahrer. Und deswegen empfehle ich aber trotzdem, Leute, wenn ihr den Reifen gefahren seid oder den Reifen fährt und der abgefahren ist, greift zum PSVS. Ja. Ihr werdet keine wirklichen Nachteile haben. Ja, eine Sache noch ganz kurz angedockt. Man muss sagen, der Reifen ist unheimlich langlebig. Ja. Ne? Also das muss ich sagen, ich war auf dem Track, bin nach Hause gefahren, bin dann noch 4000 Kilometer weitergefahren und dann habe ich den nur gewechselt, weil er einfach auf dem Track zu heiß wurde und dann wieder abgekühlt ist. Ja. Dadurch ist er schlecht geworden. Genau, ne? Genau. Das war der einzige Grund, nicht weil er abgefahren war. Genau. Ja, dann kommen wir zu unserem nächsten Kandidaten, unser ganz spezieller Kandidat, wie ich finde. Ein sehr neuer Reifen, der Cup 2 Connect. Das ist der Cup 2 Connect. Das ist die etwas aktualisierte Version von dem normalen Cup 2. Den Cup 2 gibt es ja auch schon länger. Die Connect-Version, ja, du kannst hiermit mit dem Reifen die Vorbereitung nutzen, indem du das Track Connect Paket hier einpflegst. Das heißt, du hast 4 Sensoren, jeweils einen Sensor pro Reifen. Ja. Die kommen dann, die werden dann in das Innere des Reifens verklebt. Das ist
das ist, wofür das Connect steht. Ja, das heißt, du kannst dann mit der Michelin-App, die du gratis herunterladen kannst, kannst du einfach gucken, wenn der Sensor drin ist, was macht der Reifen von innen, welche Temperatur hat der, wie viel Reifendruck hat der. Das ist sehr genau, noch genauer als der BMW RDCI-Sensor. Des Weiteren hat diese Michelin-App jeden Track der Welt gespeichert. Das heißt, wenn du das Handy, ja, du sollst zwar nicht während der Fahrt auf dein Handy gucken, aber du könntest theoretisch per GPS gucken, wo genau du dich auf dem Trackday befindest. Und welche Temperatur an der Stelle hattest. Also ich habe mir die App tatsächlich runtergeladen nach dem letzten Video. Ja. Da hatten wir das ja auch ganz kurz da erwähnt. Runtergeladen, unheimlich cool gemacht. Wirklich sehr detaillierte App. Ne? Also man kann, du pflegst dein Auto ein, du pflegst dann den Fahrer ein, der den fährt. Ja. Den Reifen, den du fährst, und dann verbindest du dich und dann sagt das System dir, ja, welchen Reifen, Temperatur du gerade fährst. Und was die App noch kann, ist, dass wenn du jetzt irgendwo auf der Geraden bist und der Reifen, die Temperatur geht jetzt nach oben und, oder dadurch geht auch der Reifendruck nach oben, dann sagt die App dir, okay, hinten rechts 0,2 ablassen zum Beispiel. Genau, also Empfehlungen auch, so Empfehlungen auch dabei. Exakt, ja, absolut. Ne? Ja. Weil der kennt deinen Reifen, der kennt dein Fahrzeug, der kennt dein Gewicht und der sagt dir exakt, was du zu machen hast. Ja. Ne? Und das ist eine coole Sache. Absolut. Für die Leute, die auf dem Trackday sich wohlfühlen und einfach Spaß haben möchten, ist das genau die richtige Spielerei. Das ist die Connect-Funktion von dem Reifen. Der Reifen selber ist nochmal, also vom Profil her und von der, ich sag jetzt mal, Mischung und von der Technologie etwas aktualisiert worden gegenüber dem normalen Cup 2, den wir schon seit Jahren kennen. Dieser Reifen ist, wie man das hier sehen kann, ein Semi-Slick-Reifen. Ja? Hier ist keine wasserabweisende Profiltiefe, sondern ist es eher dafür gebaut, dass wir hier wirklich Grip aufbauen und diese auch halten durch die erhöhte Betriebstemperatur, die dieser Reifen einfach aufbauen kann. Ja. Natürlich ist dieser sehr sportliche Reifen, der zum Beispiel noch sportlicher ist als der PSS oder PS4S, hat er natürlich eine etwas geringere Laufleistung, ja. Das ist klar. Wird auch mit circa der Hälfte an Profiltiefe ausgeliefert wie ein PS4S. Ja, das musst du auch wissen. Ich empfehle diesen Reifen für Leute, die wirklich mindestens einmal im Monat auf dem Trackday unterwegs sind und den dementsprechend einen Reifen haben wollen, der auch gut Grip bietet, ist das genau der richtige Reifen. Aber ihr müsst einfach wissen, dieser Reifen ist dünn, dieser Reifen ist gewichtsoptimiert und dieser Reifen ist anfällig. Mit anfällig meine ich, es kann sein, dass du morgen zu deinem Fahrzeug gehst und da kriegst du eine Fehlermeldung, zack, der Reifen hat Reifendruck verloren. Richtig, ja, stimmt. Und du bist über nichts gefahren, das passiert einfach. Der Reifen ist ultra dünn und Fehlermeldungen kommen und gehen bei diesem Reifen und das ist gang und gäbe. Also da kannst du nichts machen. Während der Fahrt kriegst du zum Beispiel hin und wieder mal eine Fehlermeldung, dass er hier und da Luft verliert, obwohl du in Wirklichkeit gar kein Loch im Reifen hast. Ja, verstehe. Das ist halt, ich werde diesen Reifen ebenfalls auf meinen M5 fahren, weil ich will einfach noch, ich bin bereit, etwas Komfort abzugeben, dafür etwas Sportlichkeit zu gewinnen. Genau. Ja, wenn du der Typ dafür bist, dann kannst du diesen Reifen fahren. Hast du einen M2, M3, M4 mit viel Power auf der Hinterachse und willst einfach versuchen, bei Betriebstemperatur etwas mehr Grip aufzubauen, dann bist du mit diesem Reifen genau richtig unterwegs. Ja? Du tauscht einfach im Endeffekt etwas Komfort gegen Sportlichkeit aus. Okay. Ja, das ist so. So geht die Range dann in Richtung Sportlichkeit richtig, bei diesem Reifen. Richtig. Auch ganz klare Empfehlung bei Fahrwerken, wo ihr Stürze und so weiter einstellt. Absolut wichtig bei diesem Reifen. Hier habt ihr eine unheimlich große Range, auch da viel Sturz zu fahren. Das ist auch sehr wichtig. Exakt. Da hatte ich auch schon mal mit jemandem von KW gesprochen, der mir das auch ganz klar gesagt hat. Wenn du einen Cup-Reifen hast, kannst du viel mehr Sturz fahren. Auch klare Empfehlungen, dann wirklich auf dem Track einen solchen Cup-Reifen zu fahren. Ganz klar, wenn ihr nicht Slick fahren wollt, sondern einen Semi-Slick. Genau, no? Genau. Das ist ein Reifen, wie gesagt, ihr müsst auch wissen, dass das jetzt im Regen nicht der beste Reifen ist. Ja? Im Regen müsst ihr einfach ein bisschen gediegener fahren, ein bisschen langsamer, ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein, dann geht das aber auch. Ja? Wenn ich mich zurückerinnere an den ersten Cup-Reifen, der war im Regen so schlecht zu fahren, da musstest du das Fahrzeug eigentlich
abstellen im Regen, ja, und warten, bis es aufgehört zu regnen. Mit dem kannst du durch den Regen fahren, nur du musst ein bisschen langsamer fahren, ein bisschen vorsichtiger sein und dann geht das auch, ja. Das ist ein guter Reifen, du fährst damit zum Trackday, machst deinen Trackday und fährst zurück, hast auf dem Trackday selber einen sehr guten Reifen, der absolut gut, ja, funktioniert, ja. Und wenn der einmal warm ist, dann baut der unheimlich viel Grip auf. Ja? Mhm. In welchen Größen bekommt man den Cup 2 Connect, Mo? Den gibt es auch wie den PSVS von 17 bis 23 Zoll. Das ist ein Semi-Slick-Reifen, wie man hier schon am Profil entdecken kann. Des Weiteren ist mir persönlich aufgefallen, dass dieser Reifen immer nur im ersten und im zweiten Jahr gut ist. Also ich finde, dieser Reifen, nach meiner persönlichen Auffassung, ist er immer nur gut für ein bis zwei Saisons und danach ist vorbei. Ja, anders wie zum Beispiel ein PS4S, der auch nach vier, fünf Jahren noch gut ist, ist es bei diesem Reifen so, ein, zwei Jahre ist der gut und danach nimmt er stark ab. Ja, dann hast du einfach nicht mehr diese Haftung in der Wärme, wenn der Wärme aufgebaut hat, hast du einfach nicht mehr diese krasse Haftung, wofür der Semi-Slick eigentlich gemacht ist. Verstehe, ja. Des Weiteren solltest du wissen, dass es auch hier zum Cup 2 noch eine etwas krassere Alternative gibt. Cup 2 R, mhm. Das ist dann wirklich auch für Ultra-High-Performance-Fahrzeuge. Ja? Sagen wir mal unter anderem einen 488 Pista, ein GT2 RS. Also wirklich diese Fahrzeuge, die dann zum Beispiel mit 20 vorne, 21 Zoll hinten fahren oder 21 Zoll vorne und 22 Zoll hinten und wirklich Reifenbreiten von mit einer 3 davor, ja, also 305er Reifen, 315er, wie auch immer. Dafür gibt es den Cup 2 R, der ist noch ein bisschen schärfer als der Cup 2 oder der Cup 2 Connect, ist aber, sage ich jetzt mal, schon, ich würde fast sagen, ein reiner Trackday-Reifen. Der besitzt zwar eine Straßenzulassung, du kannst damit zum Trackday fahren, ja, es gibt ja auch Semi-Slicks, die haben keine Straßenzulassung, ja? Richtig, ja. Oder Slicks, die haben keine Straßenzulassung. Dieser Reifen hat zwar eine Straßenzulassung, du kannst damit zum Trackday fahren, aber das Ding ist, wenn die Strecke nur minimal feucht ist, dann empfehle ich dir, das Fahrzeug besser stehen zu lassen, weil da kommst du keinen Meter voran, es wird sogar gefährlich. Unser Fazit zum Pilot Sport 4, Mo. Komfortabler, sportlicher Reifen für Leute, die aber mehr Wert auf Komfort statt Sportlichkeit legen. Ja, Mo, unser Fazit zum Pilot Sport 4S? Sportlicher Reifen für sportliche Fahrzeuge mit gutem Restkomfort und viel Alltagstauglichkeit. Unser Fazit zum Pilot Supersport, Mo? Sportlicher Reifen, etwas veraltete Technologie. Empfehlung, springt um auf PS4S. Unser Fazit zum Pilot Sport Cup 2 und Cup 2 Connect? Sehr sportlicher Reifen, ein Semi-Slick-Reifen für sehr sportliche Fahrzeuge, die auch sehr sportlich bewegt werden, sei es auf dem Trackday oder sei es auf normalen Straßen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten euch kurz und knapp erklären, welcher Reifen zu euch am besten passt. Wir wollten jetzt hier kein Expertenvideo machen, sondern wir wollten euch erstmal in diesem Video erläutern, welcher Reifen was kann und wofür steht, um euch beim nächsten Reifenkauf die Wahl etwas zu erleichtern. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonniert. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Video.